Ja, hallo zum heutigen Web-Talk. Heute wird es um eine ganz kleine Kleinigkeit gehen, die aber gerade beim Remixen von Online-Kursen uns immer wieder begegnet. Und zwar geht es darum, was passiert denn eigentlich mit diesen ganzen Elementen, die unterschiedlich lizenziert sind. Anders als bei anderen Formaten wie Video oder bei Bildern, bestehen ja Online-Kurse aus ganz vielen einzelnen Sachen. Da können Texte dabei sein, da können wiederum Videos dabei sein, da können H5P-Interaktionen dabei sein, da können Aufgaben dabei sein. Und wenn ich mir so einen Online-Kurs zusammenstelle und dabei wahrscheinlich auch auf fremdes Material zurückgreife, dann komme ich vielleicht an den Punkt, wo ich sage, so muss ich jetzt alles in der gleichen Lizenz auswählen, kann ich verschiedene Lizenzen mischen und darum soll es heute gehen. Im Grunde genommen gibt es so drei große Fälle. Der erste Fall ist, ich erstelle diesen Kurs komplett selbst. Der zweite Fall ist, ich kopiere ihn einen Kurs von jemand anderen. Und der dritte Fall, der natürlich dann auch der komplexeste und diskussionswürdigste ist, ist der, dass man aus verschiedenen Quellen remixt. Fangen wir beim ersten an. Wenn ich einen Kurs komplett selbst erstelle, dann ist es ganz einfach, ich kann mir die Lizenz aussuchen. Wenn alle Sachen, die ich da reinschreibe, von mir sind, kann ich darüber entscheiden, unter welche Lizenz ich ihn stellen möchte. Es gibt da verschiedene Hilfen. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir das gerne frei lizenzieren möchten und auch zur Nachnutzung frei lizenzieren möchten. Und eine dieser Hilfen ist diese Grafik von Barbara Klute und Joramus Mehrholz, die mal so eine kleine, so eine kleine Eisenbahnfahrt sich überlegt haben, wo ich überlegen kann, erstmal möchte ich mein Werk überhaupt teilen, dann nur dann kommen ja freie Lizenzen für mich in Betracht. Dürfen andere mein Werk bearbeiten? Möchte ich lieber, dass sie es als Ganzes stehen lassen? Ich würde immer ja sagen, sonst macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn im Lernkontext. Darf man es kommerziell nutzen? Ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, das ist eine Frage, die man erstmal intuitiv gerne mit Nein beantworten möchte, die aber Privatschulen oder freiberuflichen Trainerinnen und Trainern zum Beispiel sehr zu schaffen macht, wenn man sich hier fürs Nein entscheidet. Und dann auch so dieses, möchte ich, dass mein Name genannt wird oder möchte ich da komplett auf solche Ansprüche verzichten, und in der Regel kommt man hier bei CC0, CC BY oder als freie Lizenz als CC BY SA raus. Das kann ich komplett selber entscheiden. Es ist mein Inhalt und ich kann damit machen, was ich möchte als Urheberin. Wenn ich einen Kurs von jemand anders kopiert habe, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schwer. Ich kann den oder ich darf den ja nur kopieren, wenn er frei lizenziert ist oder wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe. In dem Fall hier gehen wir davon aus, dass er frei lizenziert ist. Dann übernehme ich ganz einfach die Lizenz für diesen Kurs. Also wenn da CC BY draufsteht, dann übernehme ich CC BY. Wenn da CC BY SA draufsteht, dann übernehme ich CC BY SA. Ich kann in einigen Fällen auch noch ein Stück weit strikter werden. Ne? Also wenn jetzt ich da Änderungen vorgenommen habe, kann ich dann von CC BY auch durchaus darauf hinweisen, dass meine Kopie nicht frei lizenziert ist, aber die ursprüngliche Kopie und das CC BY lizenziert ist, deswegen das BY, das muss ich ja weiterhin benennen. Ich würde aber einfach empfehlen, die Lizenz zu übernehmen, damit habe ich überhaupt keine Probleme. Das Komplexeste und darum, was vielleicht den Kern dieses Talks betrifft, ist, was ist, wenn ich es aus verschiedenen Quellen remixt habe? Also wenn ich für jeden Teil irgendwie eine andere Lizenz habe. Dann kann ich diese Lizenzen kombinieren, da gehe ich gleich drauf ein, oder ich integriere verschiedene offene Lizenzen. Lizenzen kombinieren würde heißen, ich packe alle Lizenzen zusammen und nehme die Lizenz, die am Ende erlaubt ist. Welche ist erlaubt? Dafür gibt es hier eine Übersicht von Sandra Schön, wo man gucken kann und sagt, okay, ich habe Elemente drin, die sind alle CC BY lizenziert. Dann kann ich das Ganze wieder unter CC BY stellen oder auch alle anderen Lizenzen. Angenommen, ich habe Elemente drin, die unter CC BY stehen und ich habe vielleicht eins drin, was unter CC BY SA steht, dann schaue ich in die Spalte und stelle fest, okay, CC BY SA ist die Lizenz, die quasi die meisten Vorgaben macht, deswegen muss ich dann immer diese stärkste Lizenz nehmen und muss diesen Kurs unter CC BY SA stellen. Und so kann ich da gucken, wo ich rauskomme. Und man sieht hier auch so ein paar Felder. Da ist so ein Kreuz drin. Was heißt das? Ich habe CC BY
SA und CC by NC. Die lassen sich nicht kombinieren, weil CC by NC heißt, ich möchte nicht, dass es kommerziell genutzt wird. Also der eine, von dem ich beispielsweise ein Video genommen habe, der möchte nicht, dass es kommerziell genutzt wird. Und die andere, die jetzt gesagt hat, mir kommerziell ist mir egal, aber ich möchte, dass es unter gleicher Lizenz weitergegeben wird, die hat vielleicht einen Text erstellt. Ich habe beide in meinem Kurs drin. Und dann habe ich das Problem, dass das sich nicht unter einer großen Lizenz vereinbaren lässt. Weil würde ich jetzt CC by NC nehmen, ist das nicht die gleiche Lizenz wie CC by SA. Das verlangt aber das SA. Und würde ich CC by NC SA nehmen, dann würde ich CC by SA nehmen, dann wäre die Bedingung mit NC nicht mehr drin. Und ich könnte auch CC by NC SA nehmen, also beide rein integrieren, aber dann wäre sie immer noch strikter als diese Lizenz und diese Lizenz erfordert ja, dass ich das unter gleichen Bedingungen weitergebe. Von daher gibt es hier so Teile, die echt nicht erlaubt sind. Man merkt schon, das ist ein bisschen um die Ecke gedacht und man weiß immer noch, es gibt ein paar Sachen, die lassen sich gut kombinieren und andere nicht. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, gibt es zum Beispiel diesen CC-Mixer. Das ist eine Hilfe, die wir auch als Link zur Verfügung stellen. Ist gebaut worden mal in einem Jointly-Hackathon, wo man sagt, okay, ich habe einen Text, der steht unter CC BY und ich habe einen Text, der steht unter CC BY SA. Die beiden habe ich im Kurs, die kann ich mischen und meine Lizenz, die ich draufpacken muss auf diesen Kurs, ist CC BY SA. Genauso kann ich dann noch weitere Sachen hinzufügen und feststellen, zum Beispiel, es gibt Sachen, die funktionieren nicht miteinander. Das sind halt die, wo vorher diese Kreuze drin waren. Das ist ein sehr hilfreiches Tool, weil ich, ich sag mal, nicht so viel selber drüber nachdenken muss, was ich jetzt wie widerspricht. Gut, das ist ganz schön kompliziert, da zu versuchen, eine Lizenz zu finden und es sorgt dafür, dass man ein paar Materialien nicht nutzen kann, weil sie nicht mit den anderen kombinierbar sind. Das kann man machen, dann sagt man, okay, dann suche ich jetzt nach anderen Materialien oder ich mache was ganz anderes und sage, ich nehme diese verschiedenen offenen Lizenzen und integriere die in meinen Kurs. Und ich weise dann diese Lizenzen einzeln aus. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, den OER-Fachexperten-Kurs. Der dreht sich ja um OER, dann lernt man, wie man OER erstellt und welche Geschäftsmodelle und Strategien dahinter stehen. Der richtet sich an freiberufliche Trainerinnen und Trainer. Und bei diesem Kurs ist so, wir haben verschiedene Materialien remixt. Wir haben hier zum Beispiel ein Video von Sandra Schön und Martin Ebner und haben unter dieses Video geschrieben, wo es herkommt, also wie das heißt, von wem es ist und unter welche Lizenz es steht, das jeweils verlinkt, so wie es die Lizenzen verlangen und das steht unter CC BY 4.0. Dann haben wir noch einen Link eingefügt, Links sind überhaupt kein Problem, denn den Text haben wir selber geschrieben. Wir haben zum Beispiel auch diese Grafik hier eingefügt, die wir gerade unten auch hatten. Und da haben wir wiederum geschrieben, das ist dieses Grafik, erstellt von den Leuten unter der Lizenz CC BY SA 3.0. Das heißt, hier stehen diese beiden Lizenzen einfach untereinander, beziehungsweise nebeneinander und haben so eine Koexistenz. Vielleicht noch ergänzend dazu, der gesamte Kurs steht unter der Lizenz CC BY, genau. Und den ganzen Kurs heißt in dem Fall unsere Zusammenstellung mit dem Hinweis, sofern nicht gesondert angegeben, sind die Inhalte dieses Kurses lizenziert unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Grafik drin habe und CC BY SA dran geschrieben habe, gilt natürlich diese Lizenz. So haben wir das hier gelöst. Wichtig ist dabei, dass die Lizenzen einzeln dann jeweils eingehalten werden müssen. Das heißt, angenommen, ich mache ein kommerzielles Angebot, dann kann ich keine CC BY NC Lizenz, also keine Non-Commercial Lizenz da einfügen, weil es trotzdem mein kommerzielles Angebot bleibt. Ich muss mich daran halten. Dann nützt es auch nicht zu sagen, ja, ich schreibe diese Lizenz hier dran. Das heißt, eigentlich darf man sie im kommerziellen Umfeld nicht nutzen. Also dieses Dranschreiben entbindet nicht davon, sich dran zu halten. Als ich genau diesen Kurs sogar geschrieben habe, habe ich mir gedacht, wie ist denn das mit Share-alike? Share-alike heißt ja, wenn ich dieses Lernmaterial verwende, muss das daraus neu entstandene Lernmaterial wieder unter die gleiche Lizenz gestellt werden. Das heißt, ich müsste sie eigentlich unter CC und unter Share-alike-Lizenz stellen, habe ich gedacht.
Damals hatte ich ein Befreundungsprojekt, das hieß OER Sachs. Die hatten Juristen im Team angefragt. Und die Antwort darauf fand ich auch so einleuchtend, die habe ich auch im Kurs dann integriert. Und zwar haben sie erklärt, dass es nicht nötig ist, diesen ganzen Kurs als einheitliches zu lizenzieren, sondern dass man auch Teile einzeln lizenzieren kann. Und dann können diese einzelnen Teile eben unter CC BY SA-Lizenz stehen. Das kann man sich hier nochmal genauer durchlesen. Außerdem sind Möglichkeiten nach Zitatrecht noch gegeben. Um es vielleicht mal ganz plastisch zu machen, wenn dieses ein Video unter SA-Lizenz in einem Kurs dazu beitragen würde, dass ich den ganzen Kurs unter SA-Lizenz stellen müsste, dann würde das doch an dieser Stelle gar nicht aufhören. Dann würde ja auch bedeuten, dass die ganze Plattform unter SA-Lizenz stehen würde und letztendlich dann das ganze Internet. Und spätestens da ist, glaube ich, jedem klar, dass das nicht der Fall ist. Also ihr könnt das extra ausweisen, so auch, dass quasi jeder sieht, wenn ich dieses Werk verwende und bei mir integrieren, muss ich dann das neue Werk wieder share-like veröffentlichen. Wo das stärker zum Tragen kommen kann, sind Werke, bei denen sich das nicht so gut trennen lässt. Also ich kriege ja ein Video, wenn ich es integriere, wieder sehr gut aus diesem Online-Kurs raus. Wenn ich aber zum Beispiel eine Collage erstelle und habe dort diese Grafik eingebaut, dann wird mir nichts übrig bleiben, um diese neue Collage und das CC BY-SA-Lizenz zu stellen, weil ich es dann eben ganz schlecht wieder rausbekomme. So, wo schreibe ich denn jetzt die Lizenzen hin? Das haben wir gerade schon gesehen. Ich habe diese Einzellizenzen an die verwendeten Materialien dran geschrieben. Es gibt keine Vorschrift dazu, wie diese Lizenzierung stattzufinden hat. Das heißt immer nur, man muss es dem Materialart angemessen tun. Ich könnte genauso gut eine Liste machen im Anhang und sagen, bitte auf Lektionsseite 8, das ist so lizenziert und auf Lektionsseite 10 ist es so lizenziert. Es ist aber in dem Fall praktischer gewesen, es direkt dran zu schreiben, zumal es in diesem Kurs auch um OER ging und da wollten wir sehr vorbildlich sein. Und ich habe in dem Fall noch eine Gesamtlizenz für den Kurs gegeben, das habe ich vorhin auch schon gezeigt. Als Faustregel kann man sich hier merken, macht es einfach für die Nachnutzung einfach. Das heißt, wenn jemand euren Kurs findet und sagt, boah, dieses Video kann ich aber auch gut gebrauchen, dann ist für die oder denjenigen so einfach zu machen, zu gucken, unter welcher Lizenz steht das eigentlich. Und wenn man jetzt an nicht so positiv gesellte Juristen geht, es gibt ja sehr viele tolle Juristen, es gibt so ein paar, die fragwürdige Geschäftsmodelle haben, den Abmahnungen sollte man schwer machen. Also in dem Moment, wo ich natürlich so einen Anhang habe, wo drin steht, also Lektion das ist so lizenziert, Lektion das ist so lizenziert, bin ich trotzdem Außenschneider. Aber wenn er quasi keinen Angriffspunkt sieht, muss man sich damit gar nicht erst drum ärgern. So, das als kleine Einführung daran, wie man einzelne Materialien in einem Online-Kurs remixen kann und was es eigentlich für die Lizenz hält, heißt, dieses einzelne Mitschleifen von Lizenzen wirkt auf den ersten Blick immer etwas holziger, aber in der Praxis hat sich's doch ganz gut bewahrt. Vor allem, wenn ich selber dann nochmal denke, ich hatte doch in dem und dem Kurs hier ein Video, das könnte jetzt auch gut passen, dann habe ich es auch selber einfacher nochmal dort nachzuschauen, welche Lizenz das Ganze hatte. Okay, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.